Hallihallo, wir sind das Ortett, ja, so haben wir uns genannt. Ortett deshalb, weil wir über Hörspiele sprechen wollen und wir sind zu viert. Ergibt das Sinn? So ein bisschen zumindest. Und zwar sind das wir sind ich bin der Martin, hallo. Dann haben wir noch den Olaf, hallo Olaf. Hallo. Dann haben wir noch den Markus, hallo Markus. Hallo. Und dann haben wir noch den Daniel, hallo Daniel. Hi. So, kurz zu dem, was wir jetzt hier vorhaben. Das ist ja hier ein neues Format, was wir testen. Ihr kennt vielleicht das hier, diese ganzen Quartette aus dem Fernsehen. Literarisch, also vier Leute hocken zusammen und quatschen über ihr Lieblingshobby. Also wir quatschen über unser Lieblingshobby, das sind Hörspiele. Ist doch euer Lieblingshobby, oder? Ja, selbstverständlich. Jetzt, ist noch so Hupen ausgepackt wahrscheinlich. Ja, yeah, Hörspiel. Die Hörspiel-Hools. Aber nur auf MC und alte Abmischungen mit Carsten Bohn Musik. Ja, ja. Und wir verdreschen immer dann nachmittags die Hörbuchfreak. Und wir haben das jetzt so geplant, dass wir ganz kurz und knapp, Gesundheit, ganz kurz und knapp über vier Hörspiele sprechen wollen. Also jeder von uns hat ein Hörspiel mitgebracht, das er kurz vorstellt und wir unterhalten uns drüber. Und nach 15 Minuten ist, da gibt es dann irgendwie ein Tonsignal oder Olaf sagt irgendwie, jetzt. Genau. Jetzt. Und haut auf den Tisch. Und dann ist Feierabend. Dann kommt der nächste dran. So, also für uns ist das ja jetzt auch neu. Wir probieren das jetzt einfach mal. Und wir legen los mit dem ersten Hörspiel, das uns Olaf mitgebracht hat. Ja, genau. Also los geht's. Ich habe mir was ausgesucht. War nicht ganz so einfach, weil man hat ja so verschiedene Hörspiele, die man gerne vorstellen würde. Da gibt es ja einiges, was man mitbringen würde. Ich habe mich dann für was entschieden, was vielleicht nicht jeder kennt, weil es nicht so ein ganz typisches Hörspiel ist. Und zwar geht es um das Hörspiel Tod unter Gurken. Das ist eines von mehreren Hörspielen, die Kai Magnus Sting seit geraumer Zeit produziert, die es sowohl als Live-Hörspiel gibt, aber auch jetzt einmal auf CD. Und zwar nicht nur auf CD, sondern auch als Radiohörspiel. Das Radiohörspiel lief im Frühjahr als der erste Teil und jetzt im November als zweiter Teil. Und das Ganze gibt es auf CD, und zwar beide Teile gleichzeitig beim Hörverlag. Das Hörspiel ist mit einem kleinen Ensemble, aber einem feinen Ensemble zusammengestellt. Und zwar spricht die Hauptrolle ein Herrn Alfons Friedrichsberg, der als Detektiv von einem Kriminalfall in den anderen stolpert. Den spricht Jochen Mansheimer. Dazu gibt es Bastian Pastewka, der quasi alle anderen männlichen Rollen spricht. Annette Frier, die sämtliche weiblichen Rollen spricht, wobei die jetzt auch nicht so zahlreich sind. Und als Erzähler fungiert der Autor selbst, Kai Magnus Sting, den wir im Orcast vor einiger Zeit schon beim Interview hatten, um nochmal so quer werben zu wollen. Ja, um was geht es? Es ist also dieser Alfons Friedrichsberg, ein älterer, gesetzter Mann, der eine gute Portion Coolness an den Tag legt, einige Kumpels hat, mit denen er auch ab und zu den ein oder anderen Fall erlebt. Und das Ganze läuft dann im Stile von den Triumvirat-Krimis zum Teil. Also es hat so ein bisschen diesen Altherren-Charme dieser Krimis. Es hat auch so ein bisschen diese kurze, prägnante Form des Schreckmümpfelis. Also es ist so eine Mischung aus vielen, vielen Elementen. Und das Ganze ist vor allen Dingen mit sehr, sehr viel Humor gewürzt. Also die Fälle sind zum Teil sehr hanebüchen, zum Teil sehr in den Haaren herbeigezogen. Auf jeden Fall immer bitterböse und schwarzhumorig und machen deswegen allein schon eine Riesenlaune. Ein ganz großes Plus sind natürlich die Sprecher, die dem Ganzen natürlich den letzten Pfiff geben. Also Malmsheimer ist ja ein begnadeter Sprecher. Die anderen tun ihr Übriges. Bastian Pastewka erlebt man in einer Vielzahl von sehr skurrilen Rollen. Also an dem Zugführer, da werfe ich mich heute noch weg, wenn ich dann nur dran denke. Und das Ganze ist auch noch inszeniert von Leonard Koppenmann, der ja auch ein Händchen hat für solche Stoffe und der bei solchen Dingen auch immer gerne genommen wird. Bastian Pastewka hat ja auch mit ihm seine Tempelfassung gemacht. Und also ich war sehr angetan von diesem Hörspiel, weil es eben sehr kurzweilig ist durch diese kleinen, kurzen Kriminalfälle, die eingebettet sind in jeweils einen größeren, der über die gesamte CD geht. Also jeweils CD1 und CD2 sind zwei unterschiedliche Fälle.
Das Einzige, was ich jetzt nicht so besonders fand, war der, dass am Schluss nochmal so ein gelesener Krimi drin wäre. Auf den hätte ich jetzt verzichten können. Das fand ich nicht so besonders, weil das andere halt eben so toll war durch diese Spielfreude, die da an den Tag gelegt wird. Ja, und ja, das war es erstmal von mir. Ich glaube, zum Hörspiel hätten wir alles gesagt. Du hast auch schon sehr viel gesagt. Ja. Ei, ei, ei. Ja, das letzte war so ein Bonus-Ding, ne? Das war irgendwie so ein, genau, wie so ein Nachklapp, ne? Den fand ich auch irgendwie ein bisschen seltsam. Der hat da nicht zugepasst zu dem Rest. Einfach hätte man auch einfach Schluss machen können an der Stelle. Ja. Das fand ich auch eher schade, weil das eher wie eine Lesung eigentlich ist. Und finde ich schade, dass man es nicht auch in Hörspielform einfach nochmal reingepackt hat. Ja, das wäre wesentlich besser gewesen. Das hätte dem Ganzen mehr Lebendigkeit gegeben. Das denke ich auch, ja. Also für mich aber auch das große Plus, dieses Format, in dem das eben daherkommt, was halt einerseits so das Nostalgische natürlich zutiefst berührt, die ganzen Krimi-Freunde aus der guten alten Radiohörspielzeit und dieses, dass das halt auch gleichzeitig eben auf der Bühne funktioniert und in verschiedenen Gestalten daherkommt, das fand ich total reizvoll irgendwie. Also dass das auch in Also, dass es noch mehr quasi Geschichten gibt und dass die in so einem bunten Abend dann irgendwie zusammengewürfelt werden. Also, es hat ja jetzt mit dem Hörspiel, wie es jetzt auf CD erschienen ist, es ist ja nur zusätzlich noch. Aber das fand ich irgendwie schön, weil Karl-Magnus Dingers uns ja auch so schön beschrieben hat, was da für ein lustiger Abend da draus wird. Und das kann man sich richtig gut vorstellen. Dann, ja. Wie funktioniert das denn dann live? Also, sind das dann jedes Mal neue Geschichten oder entstehen die? Wie passiert das denn dann? Also nee, sind das dann nochmal ganz andere als auf den CDs? Also manche decken sich, aber dann gibt es auch noch andere Geschichten, die da halt mit eingeflochten werden und ja. Okay. Und so ist das halt nochmal ein bisschen überraschender. Also ich mag halt dieses kurze Format eingebettet in eine größere Geschichte und das dann trotzdem so flockig daherkommt. Also ich war da ein ganz großer Fan von, ich war da total begeistert. Ja, die Kürze fand ich auch ganz toll. Wir haben ja noch später auch mal beim anderen Hörspiel zu kommen, was auch in kurzen Episoden aufgeteilt ist. Und ich finde auch gut, dass es ist zwar skurril und abgefahren, aber es wird nie doof. Ja. Und das ist auch eine Kunst. Also dass man es nie in die Blödelei abgleiten lässt. Im Gegenteil, es gibt ein paar ganz krasse Sachen auch. Also es passieren sehr skurrile Morde und so, sodass manchmal, es ist nicht gruselig in dem Sinn, aber es ist auf alle Fälle, es ist geerdet. Das hat mir auch sehr gut gefallen, dass es nie ins Clowneske oder ins Alberne abdriftet. Was war denn eure Lieblingsgeschichte? Bitte? Was war denn eure Lieblingsgeschichte? Achso, bei mir war es die mit dem Zug. Ja. Auch aufgrund vom der Sebastian Pastewka spielt den Zugführer und der verzweifelt halt, weil er nicht pünktlich ankommt und das ist einfach genial. Ja. Hören Sie um Himmels Willen auf die Bahnhofsdurchsagen. Genau. Listen to the Lautsprecher-Durchsage. Bitte, das ist eine echte Chance. Also das ist ganz großes Kino, ja. Das stimmt. Ja, Lieblingsgeschichte würde ich, ich hätte die mit dem Häcksler, ja, aber die Lieblingsfigur ist tatsächlich auch der Zugbegleiter, das ist, ja, der Häcksler ist auch super, ne, also, ja. Pastewka ruhepottelt da vor sich hin am Schrebergarten mit dem halben Liter in der Hand, den kann ich mir richtig gut vorstellen, wie der da steht. Die sind immer besoffener werden, die zwei, ja, das ist so geil, das ist echt köstlich. Ja. Wobei, Malmsheimer gefällt mir einfach eigentlich fast in jedem Mini-Ding noch ein Stück besser als Pastewka. Also das kann ich mir auch live vor allem sehr gut vorstellen. Ja, der Malmsheimer hat ja bei mir ein bisschen verloren. Der hat immer die Sinclair-Bösewichte gespielt. am Anfang bei den 2000ern. Und dann, das war immer dasselbe. Und dann habe ich mir jetzt auch gewundert, hey, jetzt macht der nochmal was. Und aber in der Rolle ist er wirklich sehr gut. Und macht auch echt Spaß. Genau, merkt man auch, dass er Kabarettist ist. Einfach, ja, er hat echt ein Händchen für sowas. Und in der Rolle war er ziemlich cool, ja. Und gerade dieses sprachlich Ausgeklüngelte kommt ihm da ja sehr zu Pass, was er ja auf der Bühne auch auslebt. Deswegen, das ist ja teilweise ihm auch auf den Leib geschneidert manchmal. Aber ja, er hat selber mitgeschrieben, bestimmt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann alles O-Ton ist. Wir haben letztens auf eine, ja? Ist bestimmt für ihn geschrieben, denke ich. Also ist ihm auf den Leib so an ihn gepasst. Wir haben letztens auf einer längeren Autofahrt so einen Auszug gehört von einem Auftritt von ihm, wo er
so den Gehirnvorgang, irgendwas mit kleinen und großen, ähnlich wie damals, wer kennt das noch von Otto, Hier. Kleinhirn an Großhirn, Leber und Milz und so Quatsch, aber viel ausgefeilter und das dann halt von Malmsheimer und da merkt man schon, das ist so ein Duktus, wie er da jetzt hier bei Tod unter Gurken agiert. Wäre ja auch Quatsch, ihn da rauszulassen, warum ihm da alles vorschreiben. Ich denke mal, das ist ja dann live auch so ein Ding, was besser funktioniert, wenn da jeder sich so einbringt, wie er auch dann ist. Jetzt wird aber Ich denke, wenn tatsächlich die live selbst. auch von unterschiedlichen Sprechern gemacht. Je Also nachdem, wer da du ist, jetzt ja. einmal dabei ist, sehr genau. Also es ist mal Ah, die okay. Ängste und ich weiß gar nicht, wer noch drin ist. Also es sind Jochen Busse ist doch verschiedene. ab und an Jochen da. Busse ist schon dabei Ja. gewesen, ja. Aha. Fenske, weiß ich. Schönes Konzept. Ja, Ein aber. sehr schönes Konzept. Übrigens auch ganz großer Tipp, wenn ihr an die CDs rankommt von, na, also von den anderen Geschichten. Also es gibt ja Ja. mehrere. Es gibt ja das Leichenpuzzle zum Leichenpuzzle Beispiel. gibt's noch, Das ja. ist so grandios, das macht so einen Spaß. Und da ist die Besetzung mit Busse und jetzt weiß ich nicht mehr. Ist da eine Fenske dabei? Ist Fenske dabei? Kann sein, ja, das Fenske ist noch. Ja. Auch Hörverlag? Nee, Mist. Irgendwas anderes. Da fragst du mich jetzt aber zu viel. Ich kann ja Okay, mal ja, okay. rüberrutschen. Ihr unterhaltet euch kurz und ich rutsch kurz ins Regal rüber. Okay, alles klar. Nee, also ich finde, das ist echt eines der Hörspiele des Jahres auch für mich, was mich sehr positiv überrascht hat. Und wer wirklich so Krimis mag und wer halt skurrile Krimis mag, wer das Triumvirat vielleicht kennt von Gisbert Hafs, da Ja. hat es mich dran erinnert. Oder wer auch so Sachen wie Fargo gerne guckt oder wer ja einfach so skurrile Kriminalgeschichten mag. Roald Dahl zum Beispiel ist mir eingefallen. Da gibt es so Küsschen, Küsschen, nennen die, gibt es so Kurzgeschichten, die immer schwarzhumorig enden. Also wer sowas mag, der muss da eigentlich echt zugreifen. Und es macht wirklich mächtig Laune für alle, die irgendwie Krimis mögen. Ja. Mich hat es auch an dieses Verzähl du das im Ferima vom Schweizer Rundfunk. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Nee, wie Das heißt gab es vor ein, zwei Jahren, gab es das mal auf CD und war auch mal in diesem Hörspielklassiker des Monats bei der Musikwelle. Kam neulich mal eine Folge. Das sind auch Kriminalfälle, die in einen großen Fall eingebettet sind. Also da wird also irgendeine Szenerie, irgendeine Party, wo dann irgendwie quasi jeder so eine gruselige Story zum Besten gibt. Und das hat auch einen totalen Charme, weil es eben auch noch so eine Drumherum-Geschichte gibt, die dann auch am Schluss aufgelöst wird und dann eben diese vielen kleinen Episoden. Und das ist halt ein Format, was wirklich total Laune macht, weil da kann man sich so schön reinhören und nach so 15 Minuten hat Ja, man so genau. eine Story abgehakt und das ist schön. Das vergeht wie im Flug und ist extrem kurzweilig. Und es ist eigentlich ein schönes Format. Sollte man eigentlich öfter machen. Ja, die Kürze, wie Also gesagt, so finde ich Tales auch. vom Ja. Skript und sowas, das ist ja auch so ähnlich aufgebaut, dass es immer so kleine Episoden sind, die in eine große Rahmenhandlung drin sind. Es ist von Tacheles übrigens. Okay, Ja. Ah, alles klar. ja. Gut. Und da Ja, passt ja, ist, klar. Ist ja, ist Busse Fenske und wer ist es denn noch? Moment, Busse Fenske. Uah, jetzt ist die CD auseinander. Oh Gott, ist die Idee Traugott, kaputt. oh Gott, Traugott Das war's. Bure. Traugott Bure, genau. Hey, Ja. ja. Malmsheimer ist natürlich auch mit Ist Traugott dabei. Buchen nicht auch Triumvirat tatsächlich? Ja, ist er. War Ist er, dabei, ja. ja. Ich Susanne glaube ja. Petzold, ja, echt geil. Das sind die ganzen alten Nottmeier, die ganzen alten Switchnasen auch mit dabei. Echt cool, ja. Also sehr zu empfehlen. Es sind drei CDs. Ist elend lang, das Ding, aber es ist echt keine Sekunde langweilig. Also toll. Das Leichenpuzzle, oder? Ist Das das? Leichenpuzzle, genau. Jetzt haben wir gar nichts zum Diskutieren. Ich finde das ja alle gut. Ja, schwierig. Alle, ne? Ja, Sehr. aber irgendeinen Scheiß brauchen wir jetzt auch nicht vorstellen. Also ja, Nee, das jetzt, stimmt. Ja. wir beschränken uns schon auf die Wir guten haben ja schon Sachen. kritisiert, dass die Lesung am Schluss war. Ja, das Das ist stimmt. schade, dass man nicht noch ein echtes Hörspiel dran gehängt hat, Ja. 10 Minuten. Aber man kann es verschmerzen, ist auch okay. Die Story ist ganz witzig, aber man hätte es halt toll in ein Hörspiel packen können. Es gibt es wohl live auch. Also ich habe diese Story auch schon auf einer mit einem Live-Mitschnitt mal gehört von Busse, also wo Busse die liest. Und vor Live-Publikum ist es dann wieder was anderes, weil man dann halt so eine Ja, Publikumsreaktion hat und das auch eben vielleicht hat's. in der Darstellung ein bisschen lebendiger ist, weil hier sitzt ja das Ding allein im Studio und liest diese Story runter. Und live hat man natürlich schon so einen ganz anderen Zugang. Da agiert Busse mit dem Publikum, da ist halt so ein bisschen Interaktion drin. Das ist schon
Es wirkt schon ein bisschen anders. Vielleicht hat es auch den Charakter von der Zugabe einfach. Ja. Also, das ist im Theater als Zugabe sozusagen, da kommt nochmal einer raus und liest es vor. So. Ja. Das kann natürlich auch sein, ja. Wäre es vielleicht schöner gewesen, hätte so einen so Live-Mitschnitt dran gepackt. So ein bisschen. Live auf eine DVD, genau. Ja. Das hätte man noch draufpacken können, das stimmt. Ja, hätte, hätte. Aber ich würde sagen, alle Daumen hoch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ja, von mir auch. Das würde ich doch dringend empfehlen wollen, das ganze Stück, ja. Das ist doch schon was für einen Christbaum. Stimmt. So die statt Socken. Statt Socken, ja. Oder Indie-Socken. Oder Indie-Socken. Nee, das war hier Nikolaus, ne? Ja. Nee, in die Stiefel war das. In die Stiefel, genau. Ja, wenn es denn reinpasst, machen wir das doch. Und wenn die Stiefel sauber sind. Ja, es ist ja auch schon bald. Ist ja immer lange hin bis. Also, merkt euch das. Kann da jemand schnell die ISBN-Nummer vorlesen? Nee, machen wir nicht. Wir schreiben das ISBN. Ja, hier, kaufen. Genau. 9, kaufen. 3844525902. Ich dachte, das wäre jetzt der Countdown. Das ist ein bisschen komischer Countdown. 3, 8, 4, 7, 5, 8. Nein, wir kommen tatsächlich zum Countdown. Wir haben tatsächlich nur 8 Sekunden für dieses Hörspiel. Hey, kannst also, du gleich auf den Tisch schlagen. Schnell kaufen sagen. Kaufen. Genau. Müssen wir schon beim nächsten sein. Hau mal auf den Tisch. Bimmels. Ach, hört man? Oh, es bimmelt tatsächlich. Da schauen wir. Okay. Ja, wer ist dran? Ich bin dran. Der Markus ist dran. Guten Tag. Ich habe was mitgebracht von der Mediabühne. Die Mediabühne ist seinerzeit bekannt geworden durch eine kurzlebige Reihe. Meister der Angst hieß die. Da haben die so bekannte Schauergeschichten neu erzählt und auch in so einer großen Rahmenhandlung miteinander verbunden. Ist leider nach 4 Folgen eingestellt worden, war aber grandios. Meister der Angst gibt es sicher auch noch irgendwo zu holen. Und jetzt kamen sie nach langer Zeit mit einer Fassung von Der Krieg der Welten auf den Markt, auf 4 CDs. Gibt es entweder einzeln oder in der Box. Genau, Krieg der Welten ist sowas wie ja einer der Urväter der Science Fiction als Roman und ist, wie gesagt, auf 4 CDs, 4,5 Stunden dauert es ungefähr. Und da geht es im Groben um Folgendes. Im Jahr 1889 kommt es auf der ganzen Welt zu einigen Einschlägen von Meteoriten, wie man meint. Und auch in der Nähe von London kommt es, in dem Örtchen Horsell, kommt es zu so einem Einschlag. Und man erlebt jetzt die Geschichte aus dem Blick eines Astronomen, Killian McBiggs heißt der, und seines Bruders Fergus, der ist, glaube ich, Journalist. Die machen sich auf den Weg zum Ort des Einschlags in der Nähe von Horsell und kurz darauf geht eigentlich die Welt unter. Ja. Genau. Und ich muss gleich am Anfang sagen, dass ich eigentlich nichts Geileres gehört habe dieses Jahr. Also das hat mich dermaßen umgehauen, dieses Ding. Es beginnt am Anfang mit einer Polarexpedition, wo dann am Ende ein bisschen rauskommt, warum man die vorangestellt hat. Und es ist von Minute 1 an ein echtes Soundfeuerwerk und ein großer Spaß. Es ist auch ziemlich heftig und ziemlich anstrengend. Es werden am Anfang gleich diverse Körperteile amputiert in der Antarktis. Und es geht wirklich an die Nieren. Und man erlebt eben die Katastrophe einerseits aus der Sicht von einem Journalisten, der in diesem zerstörten Örtchen festsitzt, zusammen mit einem Geistlichen. Und dann hat man eben noch diesen Killian McBiggs, der sich noch um eine schwerverletzte junge Dame kümmern muss und sich auch einfach auf den Weg macht, um dem Ganzen zu entkommen. Es stellt sich dann heraus, dass hinter diesen Anschlägen oder hinter diesen Einschlägen riesengroße dreibeinige metallische Monster stecken, die eigentlich alles vernichten, was sich in den Weg stellt. Das ist auch akustisch wahnsinnig gut gemacht. Die Soundkulisse ist der absolute Hammer. Ich bin auch großer Fan der Verfilmungen. Es gibt eine alte aus den 50ern, die schön anzuschauen ist, aber ein bisschen nostalgisch halt. Ist halt, es war für die damalige Zeit ganz gut. Und dann gibt es eine Neuverfilmung, die manche viele nicht mögen, mit Tom Cruise. Die mag ich aber auch sehr gern. Und da hat man das auch sehr toll gemacht mit diesen dreibeinigen Monstern. Jetzt für ein Hörspiel ist es wirklich ganz, ganz großes Kino. Man schaltet eben immer zwischen den verschiedenen Handelnden hin und her.
So erlebt man halt mit dem Journalisten zusammen mit dem Prediger, wie die sich quasi vor den Monstern verstecken. Der Journalist wird gesprochen von Andreas Fröhlich und der Geistliche von Santiago Ziesmer. Und allein was Santiago Ziesmer abliefert, der eben im Lauf des Ganzen an seinem Glauben und an Gott und der Welt zweifelt, das ist schon eine Oscar-reife Leistung, weil der halt vollkommen durchdreht und sie sitzen dann in so einem Haus fest und dann kommen eben so Außerirdische in das Haus rein und suchen die. Und das ist, also ich habe nichts Spannenderes gehört dieses Jahr oder eigentlich schon länger nicht mehr, wo es einem wirklich mulmig wird. Ich habe auch gedacht, legst dich ins Bett und hörst mal, aber hey, von wegen. Das ja, ist nichts zum Einschlafen. Genau. Und dann gibt es halt noch so einen Punkt, der Cillian McBix, gesprochen von Sascha Rotermund, hat eben eine schwer verletzte junge Frau bei sich und dann geraten die beiden an einen ehemaligen Soldaten, der von dem sie sich Hilfe erhoffen, gesprochen von André Beyer. Aber was da dann abgeht, ist Horror einfach. Also das, man kann es echt, können alle Groschengrusel-Serien einpacken. Das ist wirklich heftig. Der André Beyer ist ganz, ganz toll. Und ja, genau, und wir schalten dann auch noch, was auch ziemlich heftig ist, in quasi diese riesengroßen Monster, die riesengroßen dreibeinigen Monster haben an Bord, also ziehen manchmal Menschen an Bord und halten die in so Käfigen fest. Und wir schalten dann eben, weil einer der Beteiligten vom Anfang wird auch von so einem Monster eingefangen und hängt dann in so einem Käfig fest, zusammen mit zwei, drei anderen Leuten. Und das ist auch äußerst ungemütlich anzuhören, weil wir da halt mitkriegen, ja, weil die halt sozusagen als die Monster ernähren sich von den Menschen und wir kriegen das halt mit, wie die versuchen, da rauszukommen. Ich bin hin und weg. Ich habe es jetzt ein paar Mal gehört. Die Musik ist unglaublich toll. Die Geräuschkulisse, zum Beispiel das Physikkreischen von diesen Außerirdischen. Man soll es unbedingt mit Kopfhörern hören, weil dann wird es noch umso heftiger. Und ich bin, wie gesagt, ich bin nur begeistert. Und wie gesagt, ich bezweifle, dass dieses Jahr noch was Geileres irgendwie auf den Markt kommt. Aber jetzt bin ich mal ruhig. Genau. Ich auch. Ich bin auch über alle Maßen begeistert von dem Ding. Das ist auch für mich nicht nur ein heißer Kandidat, sondern also da brauchst du schon viel, um da nochmal vorbeizukommen an dem Ding. Das sehr, sehr Spannende finde ich ja dieses Jahr ist, man wird ja mit Wells komplett zugeballert dieses Jahr. Ist an allen Ja, Ecken es gibt Wells auch, ist ja. genau, es gibt ja zum Beispiel von Titania Medien eher eine klassischere Umsetzung, die sich dann auf ein oder zwei Hauptfiguren beschränkt. Die ist auch okay gemacht, aber das ist einfach, was man sich halt, ich bewundere halt die Kreativität und auch den Mut, den man bei Mediabühne sich genommen hat, das so zu adaptieren, wie man es eben adaptiert hat. Man entfernt sich nicht komplett von der Originalvorlage, aber man hat halt so, ich kenne die Geschichte jetzt als Buch auch nicht, aber zum Beispiel diese Sache mit dem Artilleristen weiß ich nicht, ob die in der Weise in der Vorlage drin ist, aber in dem Hörspiel funktioniert die, ist das wirklich Hammer, wie das da reinpasst. Ja, eben vor allem, was sie aus den Figuren rausholen und in welche krassen Situationen die in Figuren einfach reinschmeißen und wie krass man als Hörer da mit drinsteckt, das fand ich halt absolut großartig. Und das macht das halt so nachhaltig und so, also manche Szenen wird man tatsächlich nicht mehr los. Das passiert echt selten bei Hörspielen, dass man von manchen Szenen nicht loskommt. Also und diese eine Szene, die du beschrieben hast, schon als der Prediger komplett durchdreht und dann sein Ende quasi, als wir sein Ende miterleben. Das fand ich so emotional krass ergreifend und schlimm und oh, da habe ich auch wie ein Hund mitgelitten, wirklich. Oder Ich fand einfach das irre. mit dem Artilleristen, was der macht, also wie sich das entwickelt. Und das wusste ich nicht, damit hatte ich nicht gerechnet. Und das ist echt heftig, wenn es auf einen, bei Serien oder so kann man sich ja denken, okay, jetzt geht es wieder gut aus oder am Schluss kommt irgendjemand und rettet alle. Aber bei dem wusste man halt gar nicht, wo es lang geht. Und das ist wirklich, ja, das ist wirklich auch, das hat mich am nachhaltigsten beschäftigt, dann wie man das mit dem Soldaten, möchte es auch nicht verraten, weil es soll ja keine Überraschung wegnehmen. Aber das ist wirklich, ja, und das ist eben Horror. Also, weil es immer heißt, einen schockt auch nichts mit dem Hörspiel, wenn man alles schon gehört hat. Aber das war mal ein Beispiel, wo man echt,
wo ich gedacht habe, hey, Hammer, dass sowas noch funktioniert. Ja. Ja, bei mir ist es auch die Szene mit dem Pater gewesen, die mich also da am nachhaltigsten beeindruckt hat. Vor allen Dingen, wenn man es mal in direkten Vergleich mit der Titania-Version hat, die ja auch diese Szene drin hat, und wie viel Tiefe darüber hinaus diese Version da geben kann. Also Titania erzählt das ohne Frage, okay, das ist wirklich gut. Für die Story, aber wenn man sieht, wie viel Tiefe es der Mediabühne gelingt, in die Charaktere reinzulegen und wie man dieses Dilemma, was Andreas Fröhlich in dem Fall dann hat, mit diesem Pater umzugehen, und das wird Ja, vor viel allem. nachvollziehbarer, wie Ja. er handelt, dadurch, dass Santiago Ziesmer da ganz anders agieren kann und viel, viel mehr da reinlegen kann und trotzdem noch glaubwürdig bleibt, obwohl das ja da absolut skurrile Szene ist und diese Figur ja vollkommen aus der Rolle fällt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das fand ich wirklich nachhaltig beeindruckend, weil ich dachte, das ist so grandios gemacht, dass dieses Dilemma so gut aufzuzeigen und so gut auszukleiden. Also das hat mich wirklich da mit am meisten beeindruckt. Und es ist permanent bedrohlich. Also Ja. das hat man ganz selten. Du hast permanent auf 180 die Atmo. Und das hat mich höchstens an manche Gabriel Burns-Folge erinnert oder an manche Edgar Allan Poe-Folge von ganz früher, dass man eine permanente Drohkulisse aufbaut. Und das funktioniert 1A. Es gibt keinen Moment, wo man durchatmen kann oder wo mal Ruhe ist oder so. Es ist immer Action und immer Horror. Also, Ist doch das modern ist. erzählt Ja. durch diese kurzen und diese schnellen Wechsel innerhalb dieser Szenen. Also es wird ja immer eine Szene aus dem Bereich dann umgeswitcht auf die andere Szenerie. Also man hat ja mehrere Handlungsstränge, die man immer kurz aneinander reiht. Und das macht es tatsächlich auch spannend. Und ja, es wird nie langweilig. Also es wird nie ein Strang überstrapaziert, sondern es sind ja immer kurze Ausschnitte. Und gibt dem Ganzen ganz schön Tempo. Auch wie clever das von den Zeitebenen erzählt ist. Das ist auch Ja. irrsinnig clever, Ja. wie da hin und her geswitcht wird teilweise und man trotzdem immer noch alles präsent hat als Hörer. Also man wird Ja. da emotional überfordert teilweise, aber man ist immer Herr der Lage. Und das, obwohl sich die Zeitebenen teilweise ja völlig überschneiden, das ist auch erstaunlich, dass man das so hingekriegt hat, finde ich. Ja, ganz schön Kniff. Ich habe mir also erstmal. Bin mit den meisten Sachen in einer Meinung, bin ich bei euch, aber ehrlich gesagt fand ich mit 4,5 Stunden doch tatsächlich ein Stück zu lang, weil mir hat irgendwann, fand ich es ein bisschen zu stark auf die Spitze getrieben, dass man immer dieses Dauerfeuer und du hast die nächste Situation, und wieder die nächste, und wieder die nächste, und ich dachte irgendwann, ja, okay, komm jetzt. Okay, eine noch, okay, eine geht noch, aber irgendwann war mir das tatsächlich, wo ich gesagt habe, naja, jetzt könnte man auch mal zu diesem Punkt kommen, den die meisten ja wahrscheinlich auch kennen. Wie die Geschichte ausgeht, ist ja wahrscheinlich doch den meisten präsent, ohne da jetzt was spoilern zu wollen. Das hat mich so tatsächlich ein bisschen gestört, wenn auch nicht viel. Also, ich wüsste auch gar nicht, was ich da jetzt rausschmeißen sollte, ehrlich gesagt. Eine Sache, die mir aber wirklich überhaupt nicht gefallen hat, waren diese Krisensitzungen, wo dann ein Vertreter von Russland und Frankreich da gegeneinander irgendwie mit so einem gespielten Akzent da agieren. Da bin ich ausgestiegen. Da war ich so raus aus dem Hörspiel. Das hat mich richtig rausgerissen, weil dann versucht wird mit so einem, weiß ich nicht, so ein französischer Akzent und mit so einem Klischee zu spielen, was man halt hat. Oh, da ist der Franzose, ah, da ist der Russe. Und der Engländer versucht dann irgendwie was zu schwichtigen oder so. Das hat mich schon gestört, muss ich ehrlich sagen. Ja, der Peter Kirchberger war ein bisschen albern. Dem haben sie aus irgendwelchen Gründen französischen Akzent verpasst. Das hätte nicht Das unbedingt habe ich sein überhaupt müssen. nicht verstanden. Also, Ja. Ah. ganz komisch. Das hat mich echt rausgerissen. Gut, da kommt man wieder rein und tatsächlich, was da das Duo Fröhlich und Ziesmer macht, ist Wahnsinn. Was mir noch aufgefallen ist, also ich habe mir diese Aliens ja ganz anders vorgestellt. Man gibt jetzt ja verschiedene, die wurden ja immer schon mal anders interpretiert, aber dass das mehr oder weniger so ein fieser Blob ist mit drei Fühlern dran. Ja. Ja, Ja, also das war ich muss auch schon sagen, wirklich. dass also ich habe immer das Problem, sei es bei Fernsehserien oder auch bei Hörspielen, wenn alles oder wenn die Katastrophe zu groß wird oder zu global wird,
dann ist es oft schwierig, das einzufangen. Mir fällt da als Beispiel der Anfang ein von John Sinclair, wo am Schluss irgendwie eine Horde Zombies auf ein Dorf einstürmt und dann kommen irgendwelche Soldaten und machen die alle nieder. Also wo man eigentlich denkt, okay, jetzt geht die Welt unter, aber im Endeffekt ist es dann doch in 3 Minuten gegessen. Und ich finde, in dem Hörspiel hat man es echt hingekriegt, diese globale Dimension einzufangen. Und das ist auch ganz große Kunst. Also, das ist auch das, was mir bei Titania gefehlt hat. Die epische Dimension des Ganzen, dass die Welt untergeht. Also quasi. Das hat mir auch bei Titania gefehlt. Und das finde ich auch, das hat die Mediabühne deutlich besser hingekriegt. Ja. Wir haben denselben Raumschiffs-Dreibeiner-Sound wie bei der Tom Cruise-Verfilmung. Ne? Diesen komischen, tiefen Rumton, was auch immer. Also die gefällt mir auch sehr gut und da sind diese Monster auch gut eingefangen und da ist auch dieses, wenn die dann angreifen, ne? Die halt gnadenlos alles niedermähen und alles zu Asche zerfällt. Oh yes. Oder dass sie dann einfach mal an einen Bahnübergang kommen und dann fährt einfach ein brennender Zug vorbei. Und der kommt einfach so wumm. Also das ist auch so unmittelbar, die Action und der Horror, der da kommt. Und von dem her hat man das ganz, und das hat mich daran erinnert, eben halt nur akustisch ohne Bilder. So, ja. Absolut, ja. Weil ich kenne auch, also ich gucke den tatsächlich auch gern, habe den schon ein paar Mal gesehen. Ich mag den auch, ja. Ich verstehe auch immer nicht, dass das alles so doof ist. Das ist auch so ein Popcorn-Feuerwerk, wie genau das Hörspiel, nur halt mit ein bisschen mehr Tiefgang. Der ist auch ganz toll, was die Kameraführung anbelangt. Wenn ihr nochmal guckt. Leute, ich will nicht nerven, aber es piept gleich, okay. Jetzt? Oh mein Gott. Also keine Zeit für Tom Cruise. Tom Cruise schon ist hier vorbei. Von Tom Cruise zu Virginia Woolf. Ja, also bitte, bitte hören und bitte, bitte kaufen, dass die Mediabühne weitermachen kann, weil nicht, dass das so untergeht wie seinerzeit die Meister der Angst, die auch grandios sind. Wie gesagt, es gibt eine 4-CD-Box mit einem schönen Karton rum, kann man auch schön einpacken zu Weihnachten. Das ist wirklich, wenn man eins gehört haben muss, dann ist es das 2017. Genau, ja. Passt auch unterm Baum, ja, stimmt. Ich leg's irgendwie unterm Baum dann, ja. Dann bin ich dran, ich habe vielleicht was Kontroverses, mal gucken. Bestimmt. Virginia Woolf's Zum Leuchtturm, eine Hörspielproduktion des Bayerischen Rundfunks, mit dem wir irgendwie immer mal unsere Probleme hatten, so ein bisschen. Der Bayerische Rundfunk sucht sich ja eigentlich immer so eine, am Ende des Jahres irgendwie so ein Riesenprodukt, also so ein literarisches Werk raus, das er dann produzieren lässt. Unter anderem war da Orlando mal vor ein paar Jahren von Virginia Woolf schon, wo ich schon zurückgeschreckt bin so ein bisschen. Virginia Woolf ist ein bisschen speziell, sagen wir es mal so, was das Sprachliche anbelangt. Zum Leuchtturm ist der mittlere Roman ihres kompletten Werkes, mehr oder minder, und steht auch so ein bisschen im Zentrum, hat so autobiografische Züge, und zieht so ein bisschen die Autorin selbst in ihre Kindheit zurück, denn so die Eltern dieser Familie, um die es geht, die haben so gewisse Anleihen zumindest an die eigenen Eltern von Virginia Woolf. Und zwar geht es um die Familie Ramsey und wir, die Hörer, verfolgen das Schicksal der Familie Ramsey, allerdings nur in den jeweiligen Sommermonaten, wo sich die Familie in einem schottischen Ferienhaus zurückzieht, wo wirklich das komplette Hörspiel spielt, aber in 10 Jahren mehr oder minder. Das Hörspiel geht los an einem Nachmittag und der erste Teil, ist auch die erste CD des Ganzen, beschreibt im Endeffekt nur einen Tag, wo eine mehr oder minder fröhliche Familie zusammensitzt bei einer Teegesellschaft und wo wir so ein bisschen mitbekommen, wie es in der Familie so zugeht und lernen so ein bisschen die Figuren kennen, die einzelnen. Und der äußere Rahmen des Ganzen ist, dass der Junge der Familie am Anfang unbedingt zum Leuchtturm fahren will und das aber nicht zustande kommt, weil ihm gesagt wird, vom Vater, das Wetter wird nicht so gut. Also es finden sich diverse Ausreden dafür, dass das nicht zustande kommt. Ja, dann auf der zweiten CD werden sage und schreibe 10 Jahre zusammengefasst, die ganz merkwürdig erzählt werden. Und zwar werden die mehr oder minder vom Haus erzählt. Das klingt merkwürdig. Und zwar spielen tatsächlich die Protagonisten selber, gefühlt nur am Rande eine Rolle. Und das eigentliche äußere Geschehen ist eigentlich auch nicht wirklich wichtig, sondern was wichtig wird, ist die Art, wie sich
wie sich Dinge verändern und ja, ich schreit mich um Kopf und Kragen. Es ist schwierig tatsächlich, das irgendwie in Worte zu fassen, was da passiert. Es ist sprachlich ganz bezaubernd tatsächlich, was also vor allem was auf der zweiten CD im zweiten Teil passiert, wo diese 10 Jahre zusammengefasst werden. Also die Familie fährt halt wieder jedes Jahr aufs Neue ins Ferienhaus. Und naja, die Familie verändert sich natürlich. Und in einem Nebensatz zum Beispiel wird fallen gelassen, dass die Mutter gestorben ist. Übrigens. Was mich so ein bisschen hat stutzen lassen und so ein bisschen schockiert hat. Ich dachte, okay, das war im ersten Teil die wichtigste Figur, die ist jetzt tot und das ist anscheinend nur ein Nebensatz wert. Aber da merkt man schon, okay, das geht's anscheinend nicht so wirklich, also das äußere Geschehen. Naja, aber um was geht's dann? Ist schwierig zu sagen. Nach diesen 10 Jahren kommt's dann in der dritten CD wieder zur Beschreibung eines Nachmittags, bei dem es dann quasi zum Ziel kommt und diese Leuchtturmfahrt dann doch stattfinden soll. Das heißt, wir erleben 10 Jahre mit dieser Familie Ramsay, in der äußerlich zwar Dinge passieren, die fürs Hörspiel aber nicht so wirklich wichtig sind, die aber trotzdem irgendwie erzählt werden. Und das passiert auf eine ganz spezielle Art und Weise, die das Ding, und jetzt kommt der Turn für mich, doch irgendwie interessant macht. Und doch, also mich hat dem Ganzen gebannt zuhören lassen. Denn wie das Ganze natürlich einmal sprachlich von Virginia Woolf erstmal selber erzählt wird, man folgt dem einfach gerne, weil man dieser Sprache einfach gerne zuhört. Und das Ganze wird zusätzlich, und das fand ich das, wo ich meinen Anker dann immer gesetzt habe, ganz toll musikalisch unterfüttert und untermalt und umringt, umrankelt von der ganz tollen Musik von Ulrike Hage, die das Ganze wirklich, ja, zusammen mit dieser schönen Sprache einfach tatsächlich total schön zu hören macht. Und ja, das ist es letztlich, was das Ding für mich auch irgendwie echt speziell gemacht hat und wo ich dann danach da saß und gedacht habe, eigentlich mag ich doch solche Dinge nicht wirklich. So hochliterarische Sachen, die nicht wirklich so zu einem Punkt führen, die so eine gegenwärtige Betrachtung sind, aber ja, wichtige Dinge sind dann werden dann nur so belanglos dahin gesagt. Also irgendwie ist das merkwürdig, aber verdammt, ich habe dem echt gerne zugehört und ich fand das irgendwie gut, auch wenn ich nicht hundertprozentig genau sagen kann, warum. Ja, und deswegen, weil ich das selber auch für mich kontrovers aufgefasst habe, wollte ich das tatsächlich vorstellen und euch jetzt gerne fragen, wie ihr das fandet. Feuerfrei. Ja, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Also am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, was wird das denn? Also es fing ja noch relativ harmlos an mit dieser Planung für die Fahrt zum Leuchtturm, die dann kurzfristig gecancelt wird. Und danach war mal so ein bisschen in der Story so ein bisschen verloren. Ich hatte also so am Anfang die Hoffnung, naja, es läuft jetzt geradeaus weiter. Aber das dem ist ja gar nicht so. Also es wird ja in dem ersten Teil, geht es ja dann quasi noch um die Nachfolgeaktionen, die danach passieren. Dann kommt der zweite Teil, der ja mehr so ein, wenn man den dritten Teil da gehört hat, der sich dann so als Bindeglied vorstellt, der eigentlich nur so einen Zeitraum überbrückt und da versucht, alles reinzupacken, was so die Zwischenzeit macht. Also dass gar nicht die Handlung nicht vorankommt, sondern einfach nur quasi so eine Art Bindeglied ist zwischen dem ersten und dem dritten Teil, die beide sich quasi um diese Reise zum Leuchtturm manifestieren. Interessant fand ich, dass man versucht, dieses Hörspiel nur mit den subjektiven Eindrücken der Leute, die dort was zu sagen haben, macht. Also es gibt keine direkte Handlung, es gibt jetzt auch keinen Erzähler, der einen irgendwie da von A nach B führt, sondern man setzt sich dieses Hörbild quasi nur aus den eigenen, aus den wörtlichen Reden der einzelnen Personen zusammen, die auch gar nicht um so ein Thema kreisen und auch gar nicht darauf erpicht sind, diese Handlung irgendwie voranzutreiben. Und das fand ich dann im Nachhinein doch schon ziemlich interessant, wenngleich ich mich beim Hören auch schon hier und da ordentlich gequält habe. Und ich bin tatsächlich, nachdem ich es gehört habe, war ich eigentlich froh, es gehört zu haben. Aber zwischendrin habe ich echt gedacht, boah, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. man muss auch wirklich bis zum dritten Teil durchhalten,
Also es ist auch nicht sowas, wo man sagt, naja, man hört mal 20 Minuten und wenn es dann nicht ist, dann vielleicht nach einer halben Stunde und nach einer Dreiviertelstunde macht es dann Klick und dann läuft der Rest von selbst, sondern man quält sich hier wirklich bis zum Schluss und erst dann hat man irgendwie was Fertiges vor sich und kann zumindest auf irgendwas zurückblicken, wo man denkt, naja, Gott, hat sich vielleicht doch gelohnt. Also ich fand das auch, ich war dankbar für den Tipp. Ich habe mich da auch eher gescheut vor, das zu hören erstmal. Und ich bin ja großer Fan von Literaturadaptionen als Hörspiel. Und ich muss sagen, ich war auch sehr angetan von dem Ganzen. Ich finde die Musik grandios. Es gibt Ja. ein Streicherthema, das teilweise mit Klavier unterlegt wird, das ich seitdem immer im Ohr habe. Und es ist wunderbar, wie da Musik eingesetzt wird. Und es ist von der Handlung her, muss man sich, ja, man muss sich halt drauf einlassen und man kann sich da drin verlieren, schön, finde ich. Und für mich ist das so ein, ich weiß nicht, wer viele Hörspiele hört, es gibt ja immer so Monster, die man im Regal hat. Also bei mir ist das zum Beispiel, das sind so Hörspiele, die man mal hört und dann wieder aufhört und vielleicht hört man es irgendwann im Leben mal komplett durch. Ich denke da immer zum Beispiel an Zauberwerk von Thomas Mann oder Ja. an Otherland oder an auch ein bisschen Orientzyklus von Walter Adler. Das sind so Dinger, die einen eigentlich fast erschlagen und wo man denkt, hey, das schaffe ich nie oder da muss ich mich jetzt echt hinsetzen, 8 Stunden und muss das anhören. Anbei bemerkt, der Leuchtturm ist jetzt nicht so lang, das sind zweieinhalb Stunden, glaube ich, insgesamt. Und für mich ist das so ein kleines Monster, was aber wirklich, wenn man sich darauf einlässt, sehr lohnenswert ist, weil es eine unglaublich schöne Sprache ist. Ich habe noch nie was gelesen von Virginia Woolf. Das finde ich auch immer cool, wenn man dann durch Hörspiele auf irgendwelche Autoren kommt. Und mich hat es teilweise auch sehr berührt und gerührt. Also gerade wenn es um der arme Junge, der nie zum Leuchtturm darf, wie das dann immer abgebügelt wird. Und dann auch diese, wie du meintest, beiläufigen, da stirbt dann der und einer stirbt im Krieg. Und das wird nur so erwähnt. Und eigentlich kommen sie auch gar nicht mehr in das Haus. Und dann wird es mal aus der Sicht der Putzfrau erzählt oder aus der Haushälterin, die sich quasi um das Haus kümmern muss im zweiten Teil, obwohl schon alles verfällt. Und dann irgendwann nach 10 Jahren kommen sie doch wieder. Und der dritte Teil, da hat es mir dann, der war wieder etwas anstrengender. Aber es ist wirklich lohnenswert, wenn man sich darauf einlässt. Ich bin da komplett ohne Vorahnung rangegangen, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, ja gut, der Leuchtturm, hörst du dir das mal an? Und wenn man gerade der Einstieg ist ja noch relativ, sage ich mal, normal erzählt, dass man erwarten könnte, jetzt kommt eine Geschichte, der man normal folgt, wie das in einem Hörspiel, wie man es vielleicht gewohnt ist auch. Dass das dann aber am Ende fast nur, wie beschreibt man das? Das ist wirklich ganz schwierig. Eine Bestandsaufnahme, Gefühlslagenbeschreibung, also das geht ja wirklich. Das Ding dreht sich um Sprache, Umgang mit Sprache und um Emotionen, um die Auseinandersetzung, wahrscheinlich auch von Virginia Woolf mit, also so wie es bei Wikipedia steht, mit ihrer Vergangenheit und sprachlich wirklich sehr toll. Die Musik ist auch grandios, aber ich musste mich ehrlich gesagt auch ganz schön durchquälen. Ich habe ganz oft den Faden verloren, gerade im zweiten Teil und dann auch im dritten, weil, wie Martin schon sagt, da sind so Sachen in Nebensätzen, weil eben so. Die überhört man auch schnell mal und dann fehlt einem auch der Zusammenhang. Warum reagiert er oder sie jetzt so? Fand ich schwierig. Und das ist jetzt ehrlich gesagt im Moment so nicht meine Baustelle, muss ich sagen. Ich Also glaube, vielleicht würde ich sowas eher lesen als Hörspiel mir anhören. ja, wobei, also ich glaube, dieses Verlieren ist tatsächlich gewollt. Dieses, also gerade im zweiten Teil, dass man sich darin verliert. Also ich meine, dass das wirklich Prinzip auch ist und gewollt ist. Das kann gut sein, ja. Ja, glaube Es ich auch. Das funktioniert ist aber, das weil es Konzept, grandios. ja. Und es funktioniert auch, weil es tolle Sprecher sind, tolle Erzähler, Irina Wanka zum Beispiel, Christa Posch, glaube ich. Also es sind wirklich nur Profis dabei. Und gerade im zweiten Teil, der doch mehr erzählt wird, funktioniert das wirklich, wirklich gut. Das ist so, ja, da schwebt man so mit irgendwie. Und das, ja, genau. Also Man wo muss es sich aber mich. komplett drauf einlassen. Also für mein Nebenbei oder so ist das Nee, überhaupt gar genau. nichts. Nee, Das ist nee, was zum ja. komplett Abschalten. Da darf auch keine Ablenkung zwischendurch sein, dann, also da muss man sich Ja. drin verlieren, sonst funktioniert überhaupt nicht. Ja. Also faszinierend fand ich zum Beispiel dieses Beschreiben, wie Licht das Haus verändert und wie da dann die Emotionen der Person irgendwie mit reinkommen. Also wie das verwurstelt wird sprachlich, das habe ich halt so irgendwie in der Form irgendwie noch nie gehört. Und das war irgendwie echt total neu und das fand ich irgendwie echt faszinierend. Also Und ich fand auch faszinierend, dass mir das man lernt gefällt. auch was. Ja. Ja. Man lernt auch was. Die geilste Stelle, die ich finde, ist im ersten Teil, als der eine Sohn erklären muss, was dein Vater macht. Also der Vater ist Metaphysiker.
Und dann fragt ihn ein Freund, was macht denn dein Vater so? Ja, der ist Metaphysiker. Und dann sagt er, ja, was macht der? Ja, der denkt nach und denkt doch zum Beispiel an einen Tisch, was der ist, wenn du nicht da bist. So. Einfach als und über sowas muss ich dann auch wieder nachdenken, das ist ja cool. Also da sind ein paar so Sprachbilder oder Sätze drin, die einen auch länger, die einem auch nachgehen. Ja. Mhm. Jetzt nicht bloß Fakten, sondern auch einfach, wie mit Sprache umgegangen wird. Das ist ganz, ganz toll. Also wie formuliert wird teilweise. Ja. Ich glaube, das ist auch fast schon der Hauptaspekt. Also hier geht es ja tatsächlich nicht darum, irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern hauptsächlich diese Geschichte in einer bestimmten Form zu präsentieren. Also die Form ist ja hier ist ja deutlich größer als die Geschichte selbst. Ja. Und das macht es dann auch alles schon wieder besonders, ja. Und das ist wie ein Maler, der halt viel mit Farben experimentiert, aber gar ganz wenig aussagt damit. Das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Hm? Ja, ich kriege da wahrscheinlich schief, wie es bei uns immer schief. Nee. Sagen, wer mal reinhören möchte, der kann das als Podcast auch noch hören. Also es gibt in Bayern 2 Hörspielpool, wo man das noch, glaube ich, noch downloaden kann. Also wer einmal mal reinhören möchte, der soll sich einen Podcast-Catcher aufs Handy tun und kann da mal reinhören. Gibt es dabei alle drei Teile. CD ist beim Hörverlag erschienen übrigens, wie immer mit einem sehr lesenswerten Booklet natürlich. Wie das der Hörverlag immer macht. Ja. Sonst wüsste ich jetzt nicht mehr. Fast Punktlang, also wir hätten doch gerade Zeit, für die ISBN-Nummer zu verlegen. Warte. Aber wir sind tatsächlich, es laufen gerade die letzten 10 Sekunden. 9783844525533. Dann putze ich jetzt jeder nochmal so ein Whisky und dann geht auch eine Zigarette an, so wie bei so einem, das für so ein Quartett sich auch gehört. Ja, das stimmt eigentlich, ja. Stimmt. So eine Meerschaumpfeife. Jeder sitzt zurück. Hier, ja. Ich habe einen Kasten Bier hier stehen, das reicht. Kasten? Ja, okay. Ich trinke Wasser aus einer Flasche, wo grüner Tee und Mango draufsteht. Ganz toll, ja. Oh, ich bin raus. Ja. Aber lass deine Kinder impfen. Ja. No. Schon passiert. Nee, morgen kommt die letzte vor der Einschulung. Okay. So, einen haben wir noch. Ja, einen haben wir noch. Ist auch sehr vergleichbar mit dem Leuchtturm, würde ich mal behaupten. Es geht auch in den Turm. Andere Baustelle jetzt hier zum Schluss, aber wirklich, also so ganz. Ich habe mir rausgepinkt den Donjon, geschrieben Donjon. Und das ist das französische Wort für eine Art mittelalterliche befestigte Burg. Ist gleichzeitig aber auch eine Anspielung an den Dungeon, wie man ihn so aus Dungeons & Dragons kennt, also ein Kerkerverlies. Und das Ganze ist eine Comic-Serie aus Frankreich, die es auch schon sehr lange gibt. Und der SRF hat jetzt 5 dieser Bände als Hörspiel umgesetzt, wenn ich mich nicht ganz irre. Was ist das? Also ein Donjon ist, wie gesagt, eine Festung. Nur in diesem Fall ist das auch ein Geschäftsmodell. Das heißt, es gibt einen Wärter, der ist der Besitzer des Donjons und verdient sein Geld damit, dass Helden von außen kommen, Eintritt bezahlen und dann drin ihr Glück versuchen auf Schatzjagd, wie man das aus allen möglichen Rollenspielen und Fantasy-Klischees so kennt. Also es gibt irgendwo einen Schatz, es gibt mutige Helden mit Stereotypen ohne Ende. Es gibt dann Monster, die sind genauso standardisiert wie alles andere. Und die bewachen diese Schätze in dem Dungeon. Heißt, der Wärter verpflegt seine Monster und passt ein bisschen auf, dass das alles gut funktioniert. Und es wird auch so schön in jeder Folge vom Hörspiel. Es sind 5 kurze Hörspiele, jeweils von einer halben Stunde. Wurde am Anfang immer nochmal schön vorgelesen von Hans Georg heißt er, ne? Panchak. Mhm, genau. Wenn dann doch mal ein Held entkommt mit einem Schatz, dann ist das einfach eine gute Werbung und dann kommen auch wieder mehr neue Helden nach. Also das heißt, dieses Ding dreht das Rollenspiel, klassische Fantasy-Szenario einmal auf links, macht aus diesen epischen heroischen Superhelden einfach mal den Depp, stellt das Verlies in den Mittelpunkt und macht das Ganze auf satirische, lustige und aber trotzdem noch diesem Fantasy-Genre treue Art und Weise. Also man nimmt nicht einfach nur das Ding und macht sich drüber lustig, sondern liefert trotzdem noch irgendwie funktionierende Fantasy-Geschichten, die auch so, sage ich mal, gewollt sind. Bei Fans des Genres.
Ja, und Titelheld ist dann für uns nicht der Werther, sondern es gibt ein Herbert von Bocasson. Ich blätter hier gerade, ich habe tatsächlich einen Comicband mir besorgt, den ersten, der auch veröffentlicht wurde. Das ist Das Herz einer Ente. Das ist also ein bisschen die Eröffnung des Zenits vom Donjon zu seinen Hochzeiten. Herbert von Bocasson ist Hausmeister, Gehilfe sogar nur, und er ist eine Ente. Ein Fakt, über den ich ein bisschen gestolpert bin beim ersten Mal hören, weil ich mir tatsächlich vorgestellt habe, da sitzt halt so ein kleiner Erpel, so eine Stockente, wie man sich vorstellt. Wir haben aber hier so anthropomorphe Helden, heißt also Tiere in Menschenkörpern, sage ich jetzt mal. Also das ist schon die Menschen, das sind alles Menschenkörper und da ist halt ein Entenkopf drauf geknallt. Oder es gibt auch einen Drachen, sein bester Freund ist nämlich Marvin. Und der ist so eine Art Drachenmensch. Der Wärter ist auch irgendein Vogel. Auf jeden Fall, diese Hausmeistergehilfe stolpert sich dann da so rein, soll an einer Situation helfen, den Dungeon zu retten, den Donjon. Fragt bei einem Barbar nach, hier kannst du mir mal helfen. Der Barbar hat auch einen tollen Titel. Den muss ich mal kurz einmal umblättern. Der heißt nämlich Prinz Ababakar Oktopus ohne Fürstentum, der mit seiner Sandale Königsgräber auffüllt. Den lenkt er aus Versehen ab. Wird daraufhin geköpft von dem Monster Zongo, das Zongo heißt, weil es nur Zongo sagen kann. Und Herbert nimmt dann dessen Gürtel und Schwert. Und das ist dann doch leider ein größeres Unterfangen, als man erstmal meint, weil das Schwert des Schicksals, das darf er erst ziehen, wenn er dreimal mit seinen bloßen Händen den Donjon gerettet hat. Und das sagt ihm der Gürtel. Der hat nun mal leider auch, ist auch sehr gesprächsbereit und lässt Herbert auch ganz schön schlecht aussehen, ehrlich gesagt, und stellt ihm auch immer wieder da so Fettnäpfchen vor die Füße. Also Herbert stolpert sich so dann durch die Abenteuer durch. In jeder dieser Geschichten wird am Ende eigentlich immer der Donjon gerettet vor irgendeinem drohenden Unheil. Das ist alles so schön skurril. Das ist einfach so, es ist so. Wie soll man das sagen? Man kennt ja seine Pappenheimer. Also Fantasy ist ja in, sag ich mal, 80% der geschriebenen Fälle, und ich habe auch damals, sagen wir mal, vor 20 Jahren viel Fantasy, so nur nach 15 Fantasy gelesen. Und das ist doch meistens das Gleiche. Aber hier wird es halt so schön auf links gedreht und man lacht über sich selbst, aber ohne sich zu auszulachen, sage ich jetzt mal. Meine Lieblingsgeschichte ist zum Beispiel, glaube ich, das müsste der dritte Fall gewesen sein. Ja, der Donjon hat schlechte Zahlen, die wollen ja auch Einnahmen haben, die Helden bleiben aus, was machen sie? Herbert schreibt einen fingierten Brief über eine Prinzessin, die entführt wurde und im Donjon unten im Keller sitzt, und wer die rettet, kriegt eine große Belohnung. Da kommen ganz viele und dann stellt sich raus, ja, die Prinzessin ist aber doch tatsächlich unten im Keller, die hat sich dann reingeschmuggelt, als sie den Brief irgendwie entdeckt hat. Herrlich, also. Ich fand super, um das jetzt mal so zusammenzufassen, die Kürze. Also es sind immer, wie gesagt, halbe Stunde. Die Geschichte entwickelt sich weiter. Herbert wird auch von diesem kleinen, unwichtigen Hausmeistergehilfen dann doch zu einem kleinen, mittelgroßen, fast schon großen Helden, weil er sich dann auch, klassisch levelt man sich ja durch so ein Erleben in einem Rollenspiel. Wir haben Marvin als tollen Charakter, der als Krux hat, dass er, wenn er beleidigt wird, demjenigen keine runterhauen darf. Anschließend, dann kommt später diese Prinzessin dazu, die der Wärter heiraten soll, aber verliebt ist in Herbert. Und ja, also wunderbar. Mehr fällt mir jetzt für den Moment erstmal nicht ein. Ja, also ich kann die Begeisterung nur teilen. Ich war auch recht angenehm überrascht. Ich konnte mir auch am Anfang überhaupt nichts darunter vorstellen, was da gibt. Und als ich dann las Fantasy, da ist bei mir dann auch schon mal erstmal alles runtergefallen, weil ich dachte, naja, jetzt kommt halt irgendwie wieder tatsächlich so eine 0815, ein Zwerg, ein Ort, 2, 3, 4. Da kommt ja auch. Ja, kommt auch, aber anders halt eben. Und das ist tatsächlich das Schöne daran, dass es, wie du schon sagst, auf links gedreht wird, dass man hier die Fantasy wirklich nutzt und mit viel Fantasie sich Storys ausdenkt, sich Figuren ausdenkt, Besonderheiten implementiert, die total witzig sind, aber tatsächlich die Story eben nicht ins
absolut alberne oder total blödsinnige ziehen, sondern immer noch eine richtige Story dahinter haben, die dann auch funktioniert und die auch mit diesen skurrilen Charakteren findet. Wie zum Beispiel, also das Paradebeispiel ist für mich dieses uralte Baby. Das finde ich so eine super Idee. Aber da kommen viele, die so mit Orks schreiben, kämen gar nicht auf sowas. Und das ist dann schön. Was auch toll ist, dass das als Comic umgesetzt wurde. Also ist das Original, also die Vorlage ist ja ein Comic, und das ins Hörspiel zu transportieren, das ist ja auch nicht unbedingt einfach. Und das fand ich hier total gelungen, weil es auch tatsächlich wie ein Comic klingt. Also man hat viele, viele Geräusche, die halt auch sehr plakativ sind und eben ja so das Ganze ziemlich bunt machen. Und das hat mir richtig gut gefallen, weil das passt super zu dieser Story dazu, dass es eben nicht wie normales Hörspiel erzählt wird und man versucht, das möglichst realistisch abzubilden, sondern dass es da schon ein bisschen mal so über die Stränge geht und ja, dass das Ganze deutlich bunter wird, als man es normalerweise kennt. Ich fand's grandios. Halbe Stunde Formate, mein Lieblingsformat gewählt. Da hat man ja eh schon halb gewonnen. Und das dann noch so voll stopft mit aberwitzigen, grandiosen Ideen, die alle irgendwie in dieser irrsinnigen Welt noch nachvollziehbar sind. Also, wenn man das zusammengekriegt hat und dann noch den Punchak oben drauf kaut, der einfach sensationell ist als Ente. Und der wirklich dieses ganze Ding auch einfach rockt. Ja, ihr habt schon alles gesagt. Das ist grandios, das muss man sich gönnen. Ich fände es hammermäßig geil, wenn da noch mehr kommen würde vom SRF. Es gibt doch noch mehr, ne? Ich hoffe, ja, also 25, am 30? Am Ende der Staffel wird auch kurz erwähnt, er selber, glaube ich, kurz in der zweiten Staffel hören wir uns wieder oder so. Also es kommt so ein Es endet ganz gut, aber es kommt so ein Punkt, ja, in der zweiten Staffel gibt es mehr. Also ich denke, da kommt schon noch was. Und was ich toll fand... Geschichte tatsächlich, ne? Ja, ja. Ja, einmal spielen sie auch an auf Hörspielen. Irgendwo bringen sie so einen Gag rein, ne? Und es gibt auch dann, was ich halt toll finde, dass die Figuren ziemlich menscheln auch. Also der zum Beispiel, der Wärter ist ein einfacher Kapitalist, der immer so unter den Punkten sieht, ja, hey, wir müssen Kohle reinbringen und jetzt müssen wir uns was überlegen. Den Sprecher fand ich auch ganz toll. Und dann ist Stefan Kaminski dabei, der ja ein Stimmenmagier ist, der ganz viele Nebenrollen spricht. Der kann ja unglaublich viele Stimmen und Veränderungen nach vornehmen und spricht ganz viele von den Monsterfiguren. Und ja, es gibt so tolle Seitenhiebe auch. An einer Stelle gibt es dann, ja, wer an der dritten Folge, der vierten Folge kommt mal, wer sich nicht auskennt, der kann sich ja den Podcast runterladen. So, also gibt den Podcast im Radio. Also. Und aber auch nicht blöd, sondern einfach, das passt in dem Moment ganz gut. Und ja, ich bin auch total begeistert, die wäre da nie drauf gekommen. Danke für den Tipp, das wäre an mir vorbeigegangen. Aber und für alle, die es interessiert, genau, es gibt es als Podcast eben auch. SRF-Hörspiel einfach eingeben und dann kann man sich das runterladen und kann sich das anhören. Ja. Auf CD gibt es das nicht, ne? Nee, leider nicht. Nein, leider nicht. Das wäre doch was für einen Christoph Merian Verlag eigentlich gewesen, oder? Ja, das sollte man denen mal vorschlagen. Ja, aber unbedingt. Ja. Ich hoffe wirklich, da kommt noch was nach, weil es gibt, also wenn ich mir das hier so angucke, ich bin in den Comicladen gestiefelt, habe auch direkt den passenden Verkäufer erwischt, der mir gesagt, ah hier, super, ein Fan. Ich sage, ja, ich habe jetzt gerade mal Hörspiele gehört, ich wollte jetzt mal so einen Vergleich. Und er sagt, oh wie, da gibt es Hörspiele, wo gibt's das? Ich direkt mal hören. Und er hat mir einen vorher erzählt. Und dann gibt es eine Vorserie und der Wärter war eigentlich vorher ganz anders und hinterher geht das Ganze runter und dann gibt es schwebende Inseln. Also ich spinne das noch ewig durch, wenn ich hier so eine Liste angucke mit Veröffentlichungen, also da gibt es noch ein bisschen. Also irgendwie diese 36 Bände oder so. Ja, irgendwas um die 30, genau. Ja. 36, stimmt. Also noch Vorlagen ohne Ende. Und dann, ich hoffe jetzt einfach mal, dass da noch was kommt. Hoffen wir, dass das irgendwie gut ankommt und sich. Ja, wie misst man das denn dann beim Radio? Ist halt die Frage wieder, ja. Am Feedback wahrscheinlich. Deswegen, also wenn ihr das anhört, ja, wenn ihr das anhört und gut findet, dann schreibt das auch beim SRF. Das schreiben wir uns doch. Oder bei iTunes oder so, ja. Ja, einfach Kommentare abgeben und. Ruft im Sender an. Genau. Ja. In die Redaktion ja. Und die Autoren freuen sich auch. Wenn ihr das im Podcast erwähnt hättet, wäre ich wahrscheinlich auch nicht drüber gestolpert. Weil den SRF, den habe ich nur so halb abonniert. Also da gucke ich manchmal rein, wenn ich Leerlauf habe, sage ich mal. Wenn nichts anderes da ist, dann lehne ich mal so rein. Und bei den Titeln, Donjon, das Herz einer Ente, da kann ja alles möglich dahinter stecken. Wenn man da sich mal nicht den Klappentext durchliest oder mal kurz reinhört. Ich meine, die ersten 2 Minuten,
als wenn Panchak das komplette Ding erklärt, denn die reichen ja schon, da ist ein Schlitten drin und los geht's und ja, die haben ja immer schon mal, die hatten ja auch den Pilgrim vor 2 Jahren, ja, glaube ich, gemacht. stimmt. Das war ja auch so eher ein ungewöhnlicher Stoff fürs Radio-Hörspiel. Das kam auf Und CD raus. das kam dann auf Ja. CD raus, genau, ja. Ja. Das war auch, glaube ich, schon von Anfang an. Ich Stimmt, glaube, jetzt das klingelt's. Ja, war das war auch super. genau, das Genau. kam auch ziemlich zeitnah. Ich glaube, da hat man sich von dem, das ist ja, glaube ich, eine englische Serie, die adaptiert wurde von der Von dem, dessen BBC Namen und man nicht aussprechen kann. genau. Das wird's. Der Stefan. Der Stefan. Was? Ein Ach, Stefan. der? Ja. Der Stefan. Batschkewitsch, oder? Das wird's. Der Ja, Stefan also Schneider. auf Englisch geht's bei mir auch nicht. Ja, wenn ihr das noch nicht gehört habt, das ist Ja. Hören, hören, Pflichtlektüre. hören. Ja. Genau, wie Unbedingt. gesagt. Und den Donjon auch. Jetzt habe ich die Zeit komplett außen vor. Also müssen wir noch, wie viel haben wir denn noch? Eine Minute 20 hätten wir noch. Eine Minute 20, was kann man da noch erzählen? Also vielleicht den Donjon, das ist nicht einfach nur so eine Festung, das muss man sich vorstellen. Ich glaube, irgendwo steht, man braucht 100 Tage von Level 0 bis ganz an die Turmspitze. Also es ist völlig überdimensioniert. Also nicht einfach nur Ja, wie und so es gibt, eine es gibt einen, es gibt einen Aufsicht. Fall mit einem, mit, es gibt einen Fall mit einem Dungeon, der hat 10.020 Türen. Stimmt, Genau. mit den ganzen Genau. Goblins oder was, wird das immer verdoppelt. Ja. Immer Ja, immer ist immer viele einer Wächter gehen natürlich verdoppelt. davor. Mit Und ganz es tollen Sterbelauten. und dann nach der 10.000. Tür sagt der Marvin, ich helfe jetzt mit dann. Also nach Genau. 10.000 Türen. Achso, übrigens, du kannst sie auch einfach mit deiner Feder, weil die sind ja grün und deshalb sind die ja anfällig dagegen. Achso, ja, dann hätte man mal vorher sagen können. Ja, auch. Ja, das ist so typisch für diese bescheuert skurrilen Kleinheiten. Die ganzen Details, die da drin versteckt sind, Und der grandios. Bulasch. Der Mein Bulasch, absoluter ja. Lieblingscharakter ever. Der Der Bulasch, ja. Bulasch, ein wachsender Haufen Substanz, der sogar reden kann irgendwie. Und Ja. der sich dann am Schluss verbrütet, aber wir wollen doch nichts verraten. Also Nee. anhören, selber hören. 5 Teile Nee. hat man schnell weg. Hervorragendes Und es Hörspielprogramm. klingelt. ISBN gibt es keine. Ja, genau, jetzt gibt es keine gut, dass man durch, jetzt sind wir ja durch. Ja, das war's, Ortett. Das war's, Ortett, genau. Ach, Wollt ihr noch irgendwas hat mich sehr loswerden? gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich mal sagen. Ja, Dankeschön. ebenfalls, ebenfalls. Ja, Dankeschön. Unbedingt. Ja. Ich glaube, das ist ein Format, das können wir tatsächlich öfter machen. Ich muss ja immer so an Schneider im Quartal denken. Ich glaube, die Wie oft Sendung gab es gab, das eigentlich? ich glaube, Einmal oder einmal, glaube ich, zweimal? einmal gab es die. Das hätte im Ja. Quartal kommen sollen. Das ist echt schade, es war eine tolle Steht auch. Sendung. Anke hat Zeit, schlägt an dieselbe Kerbe. Ne? Wenn sie Zeit hat, dann gibt es halt eine Sendung. Wenn sie keine Zeit hat, dann ja. Gibt's gar nicht. Tja. Ja. Nee, also Ja, nein, gerne, das das können wir genau, gerne stimmt. regelmäßig machen. Das fand ich Ja, schön. schön. Mal wieder machen, ja. Genau. Ja, ihr Lieben, dann. Der ist noch auf oder können wir jetzt vom Leder ziehen? Ja, Martin schnippelt das schon zurecht da hinten. Nein, 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 hier wird nichts geschnippelt. Das wird genauso, Achso, wie ja, es okay. ist, ja. Ach Also, so. jedes, Kann ich jetzt nicht vom Leder ziehen. Da musst du jeder leider Atme, nochmal alles bleibt piepen. drin. Bitte immer mich irgendwie rauspiepen, wenn da irgendwie was ist. Also, Da ist ja nie Was was. denn? Bitte nochmal zur Abnahme dann schicken Ja, hinterher, zur ne? Also, ich Kriegs. muss das noch freigeben Ja, du dann. kriegst es auch Ja. zur Abnahme, genau. Okay. Da haben wir auch schon lustige Sachen erlebt. Danke, Ja, danke. später haben wir dann aus 1,5 Stunden 12 Minuten Ja. gemacht. Sowas hatten wir auch schon bei Interviews. Ganz Ja, Stunden stimmt. länger. Und die durften dann veröffentlicht werden noch oder sind die dann auch noch komplett gestrichen? Also Das wir doch, hatten mal das eins, Gerippe. da wurden einzelne Wörter rausgeschnitten, kann ich mich erinnern. Ja. Das war schon, und ich glaube, das war auch Hanebüchen. nicht mit einmal getan, sondern das ging dann Fünfmal. so 4, 5 Mal. Also wo dann, ja, da hätte ich dann vielleicht doch noch mal. War schon interessant, ja. Es werden keine Namen genannt. Nein. Nein. Außer man schneidet es raus. Was Ja. wir ja nicht machen. Ich bin ja gespannt, wenn dann das Trio veröffentlicht wird, wer dann rausgeschnitten ist. Wenn ihr dann das Trio veröffentlicht, wer Genau. dann rausgeschnitten ist. Dann nehme ich nachher noch Trio auf und dann hört ihr Hallo, hallo zum Ohr, Trio. Genau, ja, Das genau. klingt so Ja, anders. genau. Ah. Ja. Nee, 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 nee. Das bleibt Nee, so, wie es ist. wunderbar. Ganz schön, genau. Hat sehr viel Spaß gemacht und werden wir, wie gesagt, gerne öfter machen. Ja. Ja. Dann sagen wir gute Nacht.
Und gehabt euch wohl guten und bis zum nächsten Mal. Und guten Morgen, genau. Morgen dann wieder. Ja. Servus, grüezi. Bis demnächst. Tschüssi. Tschüss in die Runde. Servus.